Hallo und moin moin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von South Park. Spektakuläre Zerreißprobe. Sieh an, da ist ja das... Mach dir keinen Kopf wegen diesem Irren, Mitch Connor. Das Ende der Welt steht ohnehin bevor. Rutschu. Ich raff's nicht. My Ninja Sense tingling. Das ist das Verkleidungsgeschäft. Der Tod in allen Facetten, meint der einen Waffenladen? Das könnte sein. Ja gut, dann gehen wir zum Waffenladen. Hat uns gerade mal das die Lösung des Rätsels verraten. Da bist du ja, Schnucki. Er ist ja auch Mitch Connors. Das wissen wir alle. Oh nein, abhauen gilt nicht. Auch wenn jetzt gerade da sind, dann können wir noch gerade die mitnehmen. Tut mir leid, ich folge. Nur Psychiker. Wow, du bist ein Psychiker? Dann hast du dieses Selfie sicher kommen sehen. Sorry, mir gefallen nur Brutalisten als Superhelden. Okay, Brutalisten. Gott, keine Arschtritte, Brutalist. Ha? Machen wir ein Foto. Danke, wir sehen uns. Klar, sicher. Ich glaube, hatten wir aber schon, ne? Das ist mein Ding. Alles klar. Ich mach nur Was ist das denn? Mit Assassinen. Da stehe ich total drauf. Ich glaube, du bist ein Assassine. Machen wir eins. Woohoo! Geil. Ich und der Assassine am Chill. Ich mache jetzt Selfie mit dir, aber nur weil deine Charakterklasse nicht komplett schwul ist. Ich finde nur schnelle Helden richtig schwul. Sorry. Okay, schnelle Helden. Du bist echt schnell und echt schwul. Ich glaube, der da hinten wollte den Pflanzenmarkt. Was kannst du Spaß, der Waffenladen. Tut mir leid, ich wollte. Pflanzmagier. Gut, Pflanzmagier, machen wir eins.
So, das haben wir auch. Okay, sehr gut. Dann haben wir Raisins alles, glaube ich. Halt. Haben wir eigentlich schon mal hier drin Ausschau gehalten nach Bild? Sehe jetzt aber gerade auf Anhieb keins. Toll, die Tasche haben wir noch gar nicht gelootet. Gut, dann gehen wir zu Jimbo. Haben wir Spaß, Süßi? Komm, Finn's raus. Wo willst du hin? Wir haben ein Date. Fight or we don't get paid. City Walk. Jimbos Laden. Ah, du hast mein Rätsel gelöst. Bist gar nicht so dumm, wie ich dachte. Siehst du diesen Typ da drüben? Mach ein Selfie mit ihm. Jetzt, oder deine Mom leidet. Verbrechensbekämpfung ist kein Spiel. Deinetwegen stirbt noch mal jemand. Okay. Du bist nah dran, Neuer. Aber um mich zu finden, musst du noch ein Rätsel lösen. Ich bin ein Ort, wo Sitze an Ketten baumeln. Teils Wüste, teils Dschungel. Ein Ort zum Taumeln. Ort? Ah, der meint den Spielplatz. Er meint den Spielplatz. Wenn sie wachfurzen. Okay, dann beeilen wir uns. Ich muss eigentlich die ganze Zeit nur noch nach rechts laufen. Da bist du ja, Schnucki. Wir haben dich gesucht. Lieber nicht. Was ist los, Fiesling? Angst vor hübschen Girls? Alter, das ist noch so weit. Haben wir Spaß, Süßi? Komm, Finn's raus. Du schlägst doch gern, Mädchen. Dann nochmal rein. Okay, dann machen wir mal ein schönes Bildchen. Okay. Jeden. Okay, klar. Lass dich bloß nicht von den Cops erwischen. Wer noch Tauli? Danke. Tauli wird dir auf... Okay, wir haben einen Deal. Okay. War das auch... Cool. Bitte versuch nicht wieder den Laden abzufackeln, ja? Die Tasche da hinten mit. So, dann gehen wir mal zum Spielplatz. Ah, kacke. Das ist immer mit dem Headset. Das sieht, hört ihr leider. Weiß ich. Das habe ich leider in der Aufnahme schon gehört. Ich habe gehofft, dass sie es nicht hört. Dort, wo Sitze an Ketten baumeln. Teils Wüste, teils Dschungel. Ort zum Taumeln. Was soll das sein? Nicht lange. Schnelle Reise geht nicht. Jetzt bloß damit das Spiel noch ein bisschen in die Länge gezogen wird. Schaffst du es, dem Chaos zu trotzen?
Wie hast du mein Rätsel gelöst? Du bist so schlau, da werde ich richtig neidisch. Gut, siehst du die Frau da? Red mit ihr. Er hat gesagt, wenn ich nicht tue, was er verlangt, stellt er schreckliche Dinge mit meiner Veranda an. Mach ein Selfie mit ihr. Mach schon. Es tut mir leid. Er hätte auf meine Veranda gekackt. Was sollte ich denn tun? Er hat gesagt... Wir haben eben die Veranda gereinigt. Ich musste gehorchen. Wuhu! Das sollte reichen. Tut mir leid. Jetzt habe ich, was ich brauche. Mach's gut. Ich habe ihn geortet. Alle seine Nachrichten kamen aus dem Gemeindezentrum. Ihr habt sie gehört, Freedom Pearls. Los zum Gemeindezentrum. Auf zum Gemeindezentrum. Überall Alkoholleichen. Boah, Alter! Ja, damit musst du auch umgehen können. Ich stelle dir unsere großzügigen Tarife fürs Datenvolumen vor. Wir müssen dann auch die ganzen Erfolge machen, dass wir gegen verschiedene Sachen kämpfen müssen. Die anderen. Egal, wir haben keine Zeit. Schnappen wir uns diesen fetten Scheißhaufen. Okay, 1, 2, 3. Oh mein Gott, seht mal. Sieh an. Die Freedom Pearls und ihr neuester Rekrut. Was hast du mit Wunderarschs Eltern gemacht, Fettarsch? Noch nichts. Aber wenn ich erstmal mit euch fertig bin, wer weiß was dann. Du treibst es so weit. Wir machen dem ein Ende. Das Einzige, das hier ein Ende findet, bist du, Miss Tyrion. Wir wollen nicht kämpfen, Cartman. Jetzt nimm deine blöde Hand runter und lass die Spielchen. Wir müssen ihn aufhalten. Er hat die ganzen Follower vom Neuen. Auch mit ihrer Hilfe hältst du mich nicht auf, Kuhn. Das werden wir ja sehen, Wichser. Okay, Cartman. Sollen wir Mitch Connor für dich umlegen? Wir machen das Arschloch kalt. Natürlich. Wir können Mitch Connor aufhalten, Jungs, aber trefft nicht mich. Sorry, dass deine Eltern entführt wurden. Als Entführungsopfer kann ich das total verstehen. Captain Diabetes regelt das. Ich gehöre hier nicht dazu. Fick dich, Fettarsch. Hör auf, sonst breche ich dir die Scheißhand. Nicht, wenn ich vorher deinen Willen breche, Mysterion. Au, armer Kuhn, du scheinst alles abzubekommen. Ja, weil die anderen nicht zielen können. Augen zu, Kinder. Der Kuhn macht jetzt einen Pack. Nee. Nicht? Das verhindern wir jetzt einfach mal. Alter Arschloch, sieht 10 Sekunden älter aus. Sag uns einfach, wo Wunderarschs Eltern sind. Niemals. Laserbohrer! Oh, wie loyal deine ehemaligen Kameraden hier gegenüber sind. Du bist doch arschig zu ihnen. So, dann kicken wir in die Richtung Mysterion. Oh, bleib locker, Arschloch. Ich will auch deine Eltern finden. Leute, ich weiß nicht, wem ich hier noch glauben kann. Mach Platz für Diabetes! Oh, bitte so, als hätte das richtig wehgetan. Das wird unschön. Mitch benutzt mich als menschlichen Schutzschild. Der gehört mir. Nein, Connor, lass das. Außerdem blutest du. Hast du keine Ehre, Schurke? Das verursacht super Ekel. Du dreckiger Bescheißer! Mein Werkzeug ist bereit! Na, warte. Oh, warum greifst du mich an? Das hat mir nichts abgezogen. Ach, ernsthaft, Alter? Puh, eklig, Alter!
Wunderarsch. Saftsack, Neuer, ich schwöre, ich bin hier nur die Unschuld. Nicht dich selber schlagen. Die Pflicht ruft! Ah, super. Die erbetete Mannflug! Au! Dein muskelbepackter Körper ist der perfekte Schutzschild, Goon. Ich bin für meine Superstärke bekannt, Wichser. Los geht's! Das setzen wir ein. Ach, deine Goon-Freunde wirken irgendwie nicht mehr so freundlich. Halt's Maul, Connor. Ah, lol, hat sich selber in die Luft gesprengt. Wer will verstümmelt werden? Und Frostbollen. Sieht ständig irgendwie echte Scheiße aus. Tut mir echt leid, Leute. Du bist echt ein Arsch. Das verursacht super Ekel. Hallo, ich brenne hier. Beeilung. Den kloppen wir jetzt gegen mich. Au, Mitch Connor ist da drüben. Den boxen wir wieder gegen Stan. Gruppenkeile. Okay, easy going. Wow, Leute, ihr habt Mitch Connor besiegt. Mitch Connor, ne? Wo sind Wunderarschs Eltern? Das erfahrt ihr nie. Nein, Connor. Scheiße, er ist weg. Kommt, schaffen wir das fette Stück Scheiße zur Basis. Wen meinst du, Humankind? Cartman wird nur auspacken, wenn wir ihn foltern. Manchmal ist Folter die einzige Lösung. Ihr wollt mich foltern? Warum? Alle Mann zur Freedom Pulse Basis. Den Wichser quetschen wir aus. Was labert ihr? Ich bin's, der Kuhn. Was? Moment, wir gehen jetzt noch kurz. Die schon mal hier hinten sind. Vater Maxi. Ich hab Tittenbilder, komm und hol sie dir! Oh, hat der... Neuer, du musst uns helfen, den Kuhn in der Basis der Freedom Pals zu foltern. Wem? Psst. Psst. Hey, hier drüben. Hab dich beobachtet. Ich glaube, wir können uns gegenseitig helfen. Hast du von den Super Best Friends gehört? Ich bin's, Seemann. Ein mächtiger Superheld mit der Fähigkeit, mit Fischen zu sprechen und zu schwimmen. Es ist Samen. Ich bin Seemann. Es ist mein Job, allen Meereskreaturen zu helfen. Und gerade braucht ein schwuler Fisch Hilfe, seine Mutter in den Himmel zu bekommen. Ich will ihm unter die Flossen greifen. Aber die anderen Super Best Friends haben zu viel zu tun. Hilfst du mir? Dann schwimme mit mir in die Tiefe. Keine Sorge, meine Wasserabwehrkräfte beschützen dich. Und so taucht das Kind in die Tiefe des Wassers, geschützt von Samen. Seemann! Hinunter dahin, wo der kleine schwule Fisch lebt. Weine nicht, kleiner Fisch. Ich habe Hilfe mitgebracht. Oh, danke, Samen. Könnt ihr mir mal wirklich helfen, in den Himmel zu kommen? Es heißt Seemann und durchaus. Dieses Kind hat unglaubliche Kräfte. Gut, wenn Mama in den Himmel kommt, kriegt ihr 3 Millionen Dollar und ein bisschen Schmuck. Fass einfach meine kleine schwule Flosse an, um magisch zu ihr transportiert zu werden. Durch das Anfassen der Flosse werden Samen und sein Kumpel nach Valhalla transportiert, wo ein anderer Fisch auf einem Einhorn reitet. Ich bin hier, Mama. Bist du das, Baby? Ich bin's. Wir bringen dich in den Himmel, Mama. Halt dich fest, das Kind wird uns helfen. Okay, Baby, ganz wie du meinst, du kleiner schwuler Fisch. Und so half der Sidekick von Samen, der Mama des schwulen Fischs, auf Regenbogen-Einhorn-Fürzen gen Himmel zu fahren. Es heißt Seemann, verdammt! Dieser Weg führt direkt in den Himmel, Mama. Pass nur auf die Säulen auf. Das ist eine Art Flappy Birds, oder was? Es ist doch Flappy Birds. Das ist das allergrößte aller Zeiten. Aller Zeiten. Aber je näher sie dem Himmel kam, desto gefährlicher wurde der Weg der Mama. Wie aufregend. Ja, bloß, dass hier ein Flappy Birds Champion vor euch ist.
Oh oh, nicht so schnell. Dann komme ich schneller in den Himmel, Schatz. Sei vorsichtig, Mama. Und dann eine Katastrophe. Okay. Und so half der Sidekick von Samen, der Mama des schwulen Fischs, auf Regenbogen-Einhorn-Fürzen gen Himmel zu fahren. Es heißt Seemann, verdammt! Dieser Weg führt direkt in den Himmel, Mama. Pass nur auf die Säulen auf. Und hier gibt's fast alles. Säulen, Feuerbälle, glitzernde Regenbögen. Wahnsinn! Ups. Aber je näher sie dem Himmel kam, desto gefährlicher wurde der Weg der Mama. Das ist mit das Allergrößte aller Zeiten. Aller Zeiten. Oh oh, nicht so schnell. Dann komme ich schneller in den Himmel, Schatz. Die Mama des schwulen Fischs hatte den Himmel fast erreicht, doch dann erschien Sasun. Oh nein, der Dämon steht für alle meine Hater. Seine Feuerbälle sind wie die fiesen Tweets von Leuten, die mein Genie nicht erkennen. Mama, deine Himmelfahrt ist das größte Kunstwerk, das ich je geschaffen habe. Alter, wie soll man das denn schaffen? Ist das euer Ernst? Ey, das so ist doch unmöglich. Von Samen der Mama des schwulen Fischs auf Regenbogen-Einhorn-Fürzen gen Himmel zu fahren. Es heißt Seemann, verdammt. Man soll verkacken. Himmel, Mama, pass nur auf die Säulen auf. Wie aufregend. Man soll verkacken, unglaublich. Aber je näher sie dem Himmel kam, desto gefährlicher wurde der Weg der Mama. Niemand hat sowas je gesehen. Meinst du, so ein Scheiß ist normal? Oh oh, nicht so schnell. Dann komme ich schneller in den Himmel, Schatz. Mama, deine Himmelfahrt ist das größte Kunstwerk, das ich je geschaffen habe. Die Mama des schwulen Fischs hatte den Himmel fast erreicht, doch dann erschien Sasu. Keine Kollision bis jetzt. Der Dämon steht für alle meine Hater. Seine Feuerbälle sind wie die fiesen Tweets von Leuten, die mein Genie nicht erkennen. Und hier gibt's fast alles. Säulen, Feuerbälle, glitzernde Regenbögen, Wahnsinn! Moment mal, was ist das? Das hast du sehr gut gemacht, mein Kind. Vielen Dank, Jesus. Nicht du, Samen, das Kind. Seemann! Oh, ja, stimmt. Na egal. Du hattest keinen Grund, diesem schwulen Fisch zu helfen, mein Kind. Und doch, tatest du es. Klar musste es mir helfen, ich bin ein Rap-Genie, die Stimme einer Generation. Ich spüre, dass du auf der Suche nach deiner Spiritualität bist. Das soll Kanye West sein. Glaub mir, dir zu helfen. In jeder Religion gibt es Gutes und Böses, mein Kind. Was bist du? Rechtschaffen. Neutral. Chaotisch. Rechtschaffen. Neutral. Chaotisch. Rechtschaffen. Agnostiker. Atheist. Buddhist. Christ. Hindu. Jude. Mormone. Moslem. Orthodoxer Jude, Quäker, Rastafari, Mormone. Okay. Wir wissen alle. Du bist ein rechtschaffener Mormone, ist ja klar. Wir wissen aus den Folgen von South Park. Oh, warte. Der ersten Staffel. Ein Selfie mit Jesus, dass Mormone die richtige Religion ist. Herzlichen Glückwunsch, mein Kind. Du weißt jetzt, wer du bist. Ein sehr wichtiger Schritt, um an dich selbst zu glauben. Viel Glück, kleiner rechtschaffener Mormone. Schau, schau, schau. Na, was haben wir denn da? Was bist denn du für eine Sorte? Cisgender, heterosexuell, weiß, Russenperson, rechtschaffen, mormonisch. Cletus, warum redest du so komisch? Dialogbaum. Ah, okay.
Solche wie dich mögen wir hier überhaupt nicht, klar? Lass uns dieses Ding ordentlich begrüßen. Ah, die bekämpfen wir in der nächsten Folge, weil wir sind schon wieder bei 25 Minuten. Eigentlich wollte ich ja nur 20 Minuten machen, aber so wie es halt läuft, läuft es halt. Ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.